fond de la pensée politique de Poutine. Genau, und für diese Politik sucht er sich auch ideologische Vorbilder. Er hat Einflüsse, er liest bestimmte Dinge. Er hat auch, wie Sie am Anfang Ihres schönen Buches schreiben, in Putins Kopf, das leider vergriffen ist, muss man sagen. Er schenkt all seinen Beamten im Jahr, ich weiß nicht mehr, 2014, 3 Bücher sozusagen als Pflichtlektüre. Und der eine Philosoph, der eine Denker ist ganz wichtig, den schauen wir uns jetzt mal an. Er ist auch ein Vordenker des Konservatismus. Ivan Ilin, also ein Philosoph, Gegner der Bolschewiki, ein konservativer Monarchist, Slavophiler, wurde 1922 aus Russland verbannt, lebte dann lange in der Schweiz und ist auch in der Schweiz in Zollikon, glaube ich, gestorben. Wer war dieser Ivan Ilin und warum ist er und seit wann ist er so wichtig für Putin? Ivan Iljin mag in der Geschichte der zeitgenössischen russischen Philosophie keinen großen Platz einnehmen. Umso wichtiger ist er aber für Putin. Es wird erzählt, dass Nikita Michalkow, ein berühmter Filmemacher und Autor von Schwarze Augen, ihn mit seinem Werk vertraut gemacht hat. Offenbar schenkte er Putin die Werke von Ivan Iljin mit der Bemerkung, darin läge eine russische Prophezeiung, die Wladimir Putin verkörpern würde. Ivan Iljin wurde vor der Revolution geboren und 1922 aus der UdSSR ausgewiesen. Er lebte während des Aufstiegs der Nazis in Deutschland und ging dann in die Schweiz. Er wurde tatsächlich in Zollikon beerdigt, aber sein Leichnam wurde 2005 auf ausdrücklichen Wunsch Putins nach Russland zurückgebracht. In den 1950er Jahren beschäftigte sich Ilin damit, was aus Russland nach dem Fall des Kommunismus werden könnte. Seine einfachen Ausführungen müssen Wladimir Putin tief beeindruckt haben. Er sagt, nach dem Kommunismus werden ausländische Kräfte versuchen, Russland zu kolonisieren, zu zerstückeln und in einen Kriegsheer zu verwandeln, um es klein zu halten. Es sei denn, es gelingt einem jungen, tatkräftigen Führer, das russische Volk zu vereinen, um der Aggression des Westens Einhalt zu gebieten und Russland seinen einstigen Stolz zurückzugeben. Die Texte von Ivan Iljin haben mir die Augen geöffnet. Ist verrückt. Wladimir Putin hat Iljin mehrmals bei sehr wichtigen Reden zitiert. Sein Werk enthält die Prophezeiung eines siegreichen antiwestlichen Russlands, allerdings um den Preis einer Konfrontation mit dem Rest der Welt. Putin ließ sich von ihm stark inspirieren. Er sagte noch 2021, dass Ivan Iljins Buch auf seinem Nachttisch liegt und er es oft konsultiere für einen Entwurf eines Russlands frei von westlicher Einflussnahme. Tatsächlich verteilte Putin das Buch an alle Beamte, die nun mehr oder weniger freiwillig die Werke dieses Philosophen lesen müssen. Pour faire plaisir à Poutine, finalement, lire les œuvres de ce philosophe. Also das ist eigentlich seine wahre Bibel. Sein politisches Programm steckt da in diesen Schriften von Ivan Ilin drin. Ja, aber es gibt auch andere Referenzen. So bezieht sich Putin gerne auf einen durchaus großen russischen Philosophen, Nikolai Berdjajew, der die russische Revolution miterlebt hat und dann nach Frankreich gezogen ist. In Philosophie der Ungleichheit von 1918 gibt es ein Kapitel über den Konservatismus. Und auch dieses zwingt Putin, alle hohen Beamten des Landes zu lesen, indem er erklärt, die Lösung für eine sich schnell verändernde Welt bestehe darin, konservativ zu sein. Ich denke, dass Putin hier die Aussagen von Nikolai Berdjajew völlig verdreht. Ein Missverständnis. Er hat ihn schlicht nicht verstanden. Berdjajew selbst sagte, mein Konservatismus ist nicht politisch, er ist ein rein moralischer Konservatismus. Aber es schmeichelt Putin, sich auf Philosophen zu beziehen, um sagen zu können, seht her, Ivan Iljin und Nikolai Berdjajew haben mein eigenes politisches Programm vorweggenommen. Er zitiert auch noch ganz andere Autoren, um seine Reden kulturell zu untermauern und seinem Volk zu zeigen, dass seine Weltanschauung auf einer langen intellektuellen Geschichte beruht. Und es gibt auch aktuelle Denker, die er gerne zitiert und die eine gewisse Nähe haben. Eine sehr schillernde, umstrittene, gefährliche Figur ist Alexander Dugin,
Vielleicht sagen Sie noch zwei, drei Sätze zu ihm. Das ist ein rechtsextremer Politiker und Denker. Und er vertritt eine Idee von einem eurasischen Imperium. Das ist auch in Ihrem Buch sehr wichtig. Sagen Sie, es ist ein Pfeiler von Putins Denken, dieser eurasische Traum. Wer ist dieser Dugin und was ist damit gemeint, mit diesem eurasischen Traum? Alexander Dugin ist ein Vertreter des sogenannten Neo-Eurasismus in Russland und Ideengeber einer extremen oder sogar faschistischen Rechten. Putin interessiert sich weniger für die Person Dugins, die zu extremistisch ist, als dass er sich mit ihm zeigen würde, auch wenn er seine Bücher liest. Das Konzept Eurasien aber ist von zentraler Bedeutung. Seit er Präsident ist, betont Putin, dass Russlands Schicksal auch in Asien liegt. Seiner Meinung nach gehört Russland kulturell zu Europa, geografisch aber stärker zu Asien. Putin macht seinem Volk eine Hinwendung zum Osten schmackhaft und wirbt für ein Bündnis mit Xi Jinpings China anstatt mit Westeuropa oder den USA. Er stützt sich dabei auf Denker der 1920er Jahre, die man Eurasisten nennt. Sie vertraten die Meinung, dass Russland nicht wirklich zu Europa gehört, sondern zu einem eigenen kulturellen, geografischen und politischen Raum Eurasien, der weder China noch Europa ist, sondern seine eigenen Werte und Merkmale hat und deshalb ergründet werden soll. Ses propres caractéristiques et donc qu'il faut explorer. Et donc effectivement Vladimir Poutine parfois il cite aussi. Tatsächlich zitiert Wladimir Putin manchmal eurasische Denker, um sich von einem Westeuropa abzugrenzen, das satt, müde und dekadent geworden sei, wogegen Eurasien als junger Kontinent expandiere. Folglich müsse sich Russland eher gegen Osten ausrichten. Et donc il faut développer le destin de la Russie plutôt vers l'est que vers l'ouest. Das heißt, er sucht Allianzen in China, mit China. Aber wie realistisch ist das politisch, dass es da einen Bund gibt? Also welches Interesse hat China, mit Russland zusammenzuspannen, angesichts der Tatsache, dass Russland wirtschaftlich gesehen sehr schwach dasteht, eigentlich nur Probleme hat? Diese Frage quält den Kreml sehr. Man hat sich zu Beginn der Olympischen Spiele vor ein paar Wochen demonstrativ stark China zugewandt. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen Xi Jinping und Wladimir Putin vom Aufbau einer postwestlichen Weltordnung, die auf postdemokratischen Werten basieren würde. China bietet sich Russland also als Hauptverbündeter an. Gleichzeitig fürchtet man sich in Russland auch vor China. China ist bekanntlich ein extrem bevölkerungsreiches und dynamisches Land. Russland hingegen ist extrem leer, groß und rohstoffreich. Dem Wunsch, sich mit China gegen den Westen zu verbünden, steht die Angst vor China entgegen, das bereits seine Fühler nach den russischen Rohstoffvorkommen und dem riesigen russischen Raum ausgestreckt hat. Das Bündnis dient Putin derzeit dazu, den Westen zu ärgern. Es ist aber auch sehr riskant für Russland. Wie deuten Sie das? Also diesen Rohstoffreichtum Russlands, das ist ein Fakt und Russland ist abhängig davon für den Export, aber auch der Westen ist abhängig davon, insbesondere Deutschland. Wir haben die Debatten mitverfolgt über die Pipeline Nord Stream 2. Deutschland bezieht die Hälfte des Öls und des Gases aus Russland derzeit, ist also sehr abhängig. Ist dieser Rohstoffreichtum für Russland aus Ihrer Sicht eher ein Segen oder ein Fluch für die Zukunft? Sie ist insofern ein Segen, als sie dem Land sehr hohe Devisenreserven verschafft. Hohe Rohstoffpreise haben es Russland in den letzten 20 Jahren erlaubt, seine Armee zu modernisieren und Militäroperationen und andere Dinge zu finanzieren. Russland ist dank seiner Rohstoffe reich geworden.
Dieser Reichtum hat aber auch zu Problemen geführt, weil sich Russland seit 25 Jahren darauf verlässt und die Entwicklung seiner Industrie vernachlässigt und wenig in die Kreativität seiner Forscher und Ingenieure investiert hat. Damit ist Russland in gewisser Weise trotz seiner Reserven eine sehr fragile Macht. Es reicht, dass die Rohstoffpreise sinken, damit Russland plötzlich mit sehr viel weniger Mitteln auskommen muss. Leider hat es Russland verpasst, dieses Geld dafür einzusetzen, die Industrie im Land wieder aufzubauen und im Interesse der Bevölkerung die Infrastruktur und die Qualität der Schulen und Krankenhäuser zu verbessern. Die Situation ist insofern paradox, dass ein enorm großes und reiches Land eine verarmte Bevölkerung hat, die der nationalen Überhöhung und wohl auch Wladimir Putins überdrüssig geworden ist. Seine Umfragewerte sind viel schlechter als vor 6 oder 8 Jahren. Bei seinem Wunsch, im Zentrum der Welt zu stehen, hat Wladimir Putin wohl einfach sein Volk vergessen. Genau, und dieses Volk, das interessiert ihn auch nicht wirklich, wenn ich Sie richtig verstehe. Er nennt zwar Russland eine Demokratie, eine gelenkte Demokratie, glaube ich, ist der Ausdruck. Was hat er für ein Demokratieverständnis? Sie haben die Allianz mit China angesprochen und gesagt, da geht es eigentlich nicht um Demokratie, sondern um was anderes. Was stellt sich Putin unter einer in seinen Augen gelungenen Demokratie vor? Die Antwort findet sich beim Autor, den er am häufigsten zitiert und über den wir gesprochen haben, Iwan Iljin, der die westlichen Demokratien kritisiert, weil sie seiner Meinung nach nur auf Wahlen basieren und die Führung sehr oft alle 4, 5 oder 7 Jahre wechselt. Iljin plädiert für eine Demokratie per Akklamation, in der das Volk ein und denselben Führer auf lange Zeit bejubeln kann. Genau das hat Putin erfolgreich geschafft. Er ist seit 2000 praktisch ununterbrochen an der Macht und kann dies bis 2036 bleiben. Er glaubt also, eine Demokratie per Akklamation geschaffen zu haben, in der ihm das Volk dafür dankt, dass er weitermacht. Das Problem ist natürlich, dass es sich dabei um eine Scheindemokratie handelt. Es gibt in Russland keine demokratische Debatte vor einer Präsidentschaftswahl. Putin wird sich nie dazu herablassen, im Fernsehen mit seinen Gegnern zu debattieren. Darüber hinaus haben ihm nicht genehme Kandidatinnen und Kandidaten kein Recht anzutreten. Er lässt nur Parteien zu, die im Parlament in seinem Sinn abstimmen, die Kommunistische Partei etwa und eine rechtsextreme Partei. Ein tatsächlicher Oppositioneller wie der Antikorruptionsaktivist und Blogger Alexei Nawalny wird vom Geheimdienst vergiftet und fast umgebracht. Und wenn dieser Nawalny nach Russland zurückkehrt, wird er ins Gefängnis gesteckt. Es ist also eine potemkinsche Scheindemokratie. Putin hat das Bild einer Art New Age-Demokratie, einer Beifallsdemokratie geschaffen, in der das Volk stolz ist auf seinen Führer, die in Wirklichkeit aber gegen alle Normen des Respekts vor des Volkes Stimme verstößt. Aber wie groß ist die Opposition, der Widerstand in Russland derzeit noch? Auch, also wie viele Menschen glauben mittlerweile auch die Propaganda? Sie lesen ja beide, also die westlichen Medien, aber auch die russischen Zeitungen und schauen sich beides an. Es gibt ja auch die Idee oder die Meinung, die im Westen auch vertreten wird, zum Beispiel von der linken Politikerin in Deutschland, Sarah Wagenknecht, dass wir bezüglich Russland ein einseitiges, ein zu negatives Bild haben und immer nur die schlechten Seiten sehen. Wie deuten Sie das? Einerseits, stimmt das, was Wagenknecht sagt? Haben wir ein zu negatives Bild von Russland? Und die andere Frage wäre, die Bevölkerung Russlands selbst, wie stark glauben die das, was sie da täglich gesagt bekommen und lesen von Putin und seinen Beamten? Lassen Sie mich zuerst Ihre zweite Frage beantworten. Ich hatte vor einigen Tagen ein langes Telefongespräch mit dem Direktor des angesehenen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum. Er erklärte mir, dass die antiwestliche Propaganda im Fernsehen 50% der Bevölkerung erreicht.
vor allem Menschen, die auf dem Land leben, eher arm und über 55 Jahre sind. Die andere Hälfte der Bevölkerung, die jünger als 55 ist, eher in den großen Städten lebt, gebildeter ist und sich im Internet bewegt, was ja in Russland nicht völlig zensiert ist, sodass man Zugang hat zu unabhängigen Informationen, glaubt der Staatspropaganda nicht mehr. Die Macht der russischen Propaganda, die Glauben machen will, der Westen warte nur darauf, Russland anzugreifen, schwindet. Als Putin 2014 die Krim annektiert, löst das eine nationalistische Begeisterung aus. Alle Russen sind stolz und die Propaganda funktioniert sehr gut. Ein paar Jahre später, da die Menschen mit realen Problemen konfrontiert sind, funktioniert das weniger gut. Dann zu Ihrer anderen Frage, zum Bild, das wir uns von Russland machen. Man muss die Dinge trennen. Russland ist ein enorm spannendes Land aus kultureller und wissenschaftlicher Sicht, aus der Sicht der Kreativität und des sozialen Erfindungsreichtums. Ich liebe das Land seit jeher leidenschaftlich, auch wenn ich nur ein paar Jahre dort gelebt habe. Ich liebe es, weil es kreativ und überraschend ist. Die Kreativität und der Erfindergeist der Russen sind außergewöhnlich. Man muss die Liebe und das Interesse für dieses Land von den Handlungen seiner Führer trennen, die seit 20 Jahren in gleicher Besetzung an der Macht sind. Dagegen kann die Bevölkerung heute nichts tun. Sämtlichen Demonstrationen, das letzte Mal zur Unterstützung Alexei Nawalnys im Jahr 2021, wird mit äußerster Härte begegnet. Viele junge Menschen landen 2 Wochen im Gefängnis und werden gebüßt. Es ist unmöglich, in Russland zu protestieren. Ich glaube aber, dass die Russen der nationalistischen Machtdemonstration überdrüssig geworden sind. Sie wollen heute ihr Leben leben, sie wollen arbeiten, Geschäfte tätigen, ungehindert reisen und sehen im Westen nicht unbedingt einen Feind. Was heißt das für Putin? Er wird im Oktober 70 Jahre alt. Mit dem, was er gerade in der Ukraine tut, versucht er erneut, die nationalistischen Gefühle seines Landes zu schüren und nimmt dabei einen Krieg in Kauf. Wird er damit Erfolg haben? Werden die Russen in die nationalistische Bresche stoßen, die er aufreißt? Wir werden es in den kommenden Wochen sehen. Klar ist, dass Wladimir Putin an den nationalistischen Fäden zieht, wie er das schon sehr lange tut. Ich bin mir nicht sicher, dass die russische Bevölkerung ihm ergeben folgt. Haben Sie eine Prognose, was daraus wird? Also die These ist, er regiert an seinem Volk vorbei, schon seit längerer Zeit. Vor allem in den Städten ist sehr viel Widerstand. Die Leute glauben das nicht, wollen das nicht. Haben Sie eine Prognose, was kommen könnte? Auf innenpolitischer Ebene wird nichts geschehen, weil es keinen Raum für irgendwelche Opposition gibt. Jede mögliche Opposition wird entweder von der Macht gezähmt, indem man Parteien gründet, die sowieso für den Kreml stimmen werden, oder man verfährt mit ihr wie mit Alexei Nawalny, der nach einem Mordversuch wohl sehr lange im Gefängnis bleiben wird. Eine politische Opposition wird also nicht auftauchen. Vielleicht wird es zu sozialen Unruhen kommen. Vielleicht werden sich einzelne Regionen in Sibirien gegen die staatlichen Übergriffe wehren. Aber eine strukturierte politische Opposition schließe ich aus. Nach außen hin lässt sich keine Prognose stellen. Klar ist, dass Putins Diskurs auf Dauer sehr kohärent ist. Er mag von der Realität abgekoppelt sein, aber Putin bleibt auf seiner Linie. Er ist bereit, in der Konfrontation mit dem Westen bis zum Äußersten zu gehen. Das ist sehr beunruhigend. Wie ich in meinem Buch beschreibe, stützt sich dieser Diskurs auf Philosophen, die Russland und den Westen als Feinde darstellen. Dieses Bild gilt es zu überwinden. Es gibt viele russische Philosophen, die Putin natürlich nicht zitiert, die der Ansicht sind, dass Russland und der Westen durchaus miteinander auskommen und sich zusammenschließen können. Wir befinden uns heute in einer ziemlich dramatischen Situation. Der bald 70-jährige Putin ist auf Konfrontation aus. Warten wir ab, was passiert. Auf jeden Fall aber ist Putins Wille, bis zum Äußersten zu gehen, sehr real. Und was ist für Sie die Aufgabe des Westens jetzt in dieser Situation und auch in den nächsten Jahren, wenn das so weitergehen wird, wenn er die Macht nicht abgibt, wenn er keine Opposition zulässt, wenn er seinen Plan weiter verfolgt? Wie hart muss der Westen sein? Wie viele Sanktionen müssen
müssen gemacht werden, aus Ihrer Sicht? Ich bin selbst kein Politiker, deshalb habe ich darauf keine Antwort. Ich denke, man muss den Menschen in Russland zu verstehen geben, dass man sie liebt und bereit ist, ihre wirtschaftliche und kulturelle Kreativität zu unterstützen. Das ist etwas, was wir tun können, um Russland zu helfen. Wladimir Putin nährt sich von unseren Schwächen. Barack Obama sagte 2013, dass ein Einsatz von chemischen Waffen in Syrien eine rote Linie darstelle, die nicht überschritten werden dürfe. Als die Armee von Bashar al-Assad mit Hilfe der Russen chemische Waffen einsetzte, war die rote Linie verschwunden. Wladimir Putin hat damit verstanden, dass Barack Obama es nicht wagen würde, zurückzuschlagen. Unsere Schwäche macht ihn stark. Eine Reaktion des Westens auf Wladimir Putin muss auf Stärke gründen und rote Linien aufzeigen. Man muss klarmachen, dass die Integrität der Ukraine eine solche rote Linie darstellt. Die Ukraine gehört weder zur NATO noch zur Europäischen Union, aber das Land hat niemanden angegriffen und hat ein Recht auf seine Integrität. Als Produkt der Sowjetunion versteht Wladimir Putin nur die Sprache der Macht. Die westlichen und die europäischen Länder müssen die Kraft aufbringen, sich einer Politik der Anerkennung einer separatistischen Republik oder gar einer Annexion zu widersetzen. Also die Forderung ist an den Westen eine klare Haltung, klare Linien und klare Abstecken von roten Linien auch. Und wenn die überschritten werden, dann auch dezidiert handeln. Wir haben eine Tour d'Horizon gemacht über die Person Putin, über seine Politik, über seine intellektuellen Einflüsse. Bis zu einem kurzen Einblick. Die Zukunft wird zeigen, was passiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Michel Ertschalinov. Je vous remercie beaucoup.